gar keine Frage. Vater ist Soldat gewesen sein Leben lang. Und er ist als Soldat gestorben. Offiziere werden nicht in einer zerschossenen Fabrikhalle an einem Laufkran aufgehängt. Du schickst deinen Sohn nicht in den Krieg, Konrad. Es ist kein Krieg in Somalia. Wir helfen. Krieg herrscht, wenn Soldaten mit Waffen und Munition in ein fremdes Land marschieren. Wir helfen. Unsinn. Holger bleibt hier. Er entscheidet. Er alleine, Mutter. Nie wieder Krieg, haben alle gesagt, die ihn mitgemacht haben. Und heute ziehen deutsche Soldaten mit Waffen und Munition in ein fremdes Land. Und die Familie von Lucius ist wieder mal dabei. Vorne dran. Vater und Sohn. Förderung, Orden, Ehrenzeichen. Als ob es darum ginge. Merkst du denn nicht, wie uns heute wieder der Blick vernebelt wird? Auch im Fall Somalia. Wer helfen will, der braucht keine Waffen, Holger. Und Deutschland ohne Kanonen wäre kein schlechtes Beispiel für die Welt. Wir sind doch keine Drückeberger und lassen die anderen die Kohlen aus dem Feuer holen. Im Golfkrieg haben sie es ja auch ohne uns geschafft. Und die ganzen 40 Jahre zuvor. Ach, das macht mich alles so müde. Melde dich nicht für Somalia. Melde dich nicht freiwillig. Ich bitte dich. Auch wenn du mit dem Gedanken spielst, Berufssoldat zu werden. Melde dich nicht freiwillig. Bitte. Du wirst als Soldat eine glänzende Karriere machen. Ärzte gibt es wie Sand am Meer. Entschuldige, bei Soldaten auch. Ich könnte ja auch Stabsarzt werden. Das sind doch keine Soldaten. Holger. Übrigens, mein Marschbefehl für Anfang Juli nach Belituen ist gestern gekommen. Ich bin stolz, dass man mich ausgewählt hat. Weißt du, militärisches Führen, das ist mehr als ein Beruf, das ist eine Berufung. Wir haben das im Blut, bei einer solchen Familientradition. Ja, nur, wenn du irgendjemand bei uns sagst, du bist Arzt, dann hat er Hochachtung. Sagst du, du bist Offizier, halten die Leute dich für einen Versager. Sagt es Gabi? Ja. Und du weißt, dass es stimmt. Ja. Das stimmt insofern, als wir Soldaten neuerdings auch nicht mehr genau wissen, was unser Auftrag ist in dieser veränderten Welt. Aber gesetzt den Fall, die Mediziner bekommen plötzlich einen schlechten Ruf durch irgendetwas. In dem Moment, wo du fertig bist mit dem Studium. Wirst du dann nicht Arzt? Lassen wir das Gerede über die Karriere. Dort unten sterben Menschen. In den Kliniken auch. Menschen gehen jämmerlich zugrunde, wenn wir nicht unsere besten Leute schicken. Na, und was ist, wenn doch geschossen wird? Holt da einer mitten im Kampf die UNO-Karte aus der Tasche und guckt nach, ob unser Einsatz noch im grünen Bereich, also humanitär, ist? Oder schon im roten Bereich, friedenserhaltend, wie es so schön heißt, wo wir nicht handeln dürfen? Wir sind und bleiben im grünen Bereich, mein Junge. Mein Vater und seine Generation hätten nie einen Gedanken darauf verschwendet, dass ein Soldat im Dienst helfen kann. Antritt, Leben zu retten. Das ist ein neuer Auftrag. Gut fürs Image. Wir haben im Yom Kippur-Krieg Lufttransportkapazitäten bereitgestellt. Haben Lazarette nach Kambodscha geflogen. Uns an der Luftbrücke nach Bosnien beteiligt und. Niemals ging es dabei um militärische Gewalt, nur um Hilfe. Darf denn der Soldat nicht humanitär tätig sein? Ich glaube fest daran. Nur deswegen bin ich. Trotz des grausamen Schicksals meines eigenen Vaters. Und gegen den ausdrücklichen Willen meiner Mutter. Lagebeurteilung, Bewertung, Entscheidung, ja? Morgen muss alles klar sein. Viel Glück, mein Sohn. Komm um vor Sehnsucht, wenn du fort bist. Und ich vor Eifersucht. Quatsch.
Helden betrügt man nicht. Und wenn du wiederkommst, dann bist du doch ein Held, oder? Helden sind längst ausgestorben. Wenn ich mit will, muss ich morgen unterschreiben. Bleib hier. Gabi, du hast versprochen. Ich weiß. Dann heul auch nicht. Mein Gott, du musst doch nicht darunter. Es gibt tausende Freiwillige. Und wenn jeder den Schwanz einzieht? Nicht jeder hat eine Freundin, die Muffe hat, dass was passiert. Hör auf zu heulen. Das ist unfair. Geh nicht, Holger. Es passiert uns nichts. Krieg wird mit schweren Waffen geführt. Mit Kampfpanzern beispielsweise. Wir schicken nur leichte Waffen mit, um unsere Soldaten zu schützen. Ich denke, dort gibt es keine Gefahr, wo sie stationiert werden. Natürlich nicht. Konrad, ich bitte dich, eine Wasserleitung zu einem Negerkreis zu bauen oder Schulen und Krankenhäuser hier zu richten, das schafft auch das technische Hilfswerk oder irgendeine normale Firma für 150 Millionen schon lange. Warum Soldaten? Weil die UNO Hilfe beschlossen hat. Aber dafür seid ihr doch gar nicht ausgebildet. Im Rahmen unseres Auftrags. Ach, hör doch auf, Geschwätz, Soldaten zerstören! Sie haben nichts anderes gelernt! Herr General, das muss ein EDV-Fehler sein. Wir brauchen doch keine schweren Waffen für den Auftrag dort unten. Doch, in Bereitstellung. Erlauben Sie, dass ich Ihnen widerspreche, Herr General. Davon ist bisher in keinem Befehl die Rede gewesen. Herr von Lucius, die Lage wird sich ändern. Vorerst noch strengste Geheimhaltung. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes dort unten passieren sollte, dann wollen wir uns nicht vorwerfen lassen, nicht ruckzuck präsent zu sein. Wir wären eine schöne Weltpolizeieinheit, wenn wir das vergessen würden. Jawohl. Herr von Lucius, wir werden natürlich keine Wasserleitung basteln und Fenster in Schulen einsetzen. Ist doch nichts für uns Soldaten, oder? Aber so lauteten bisher die Befehle. Natürlich. Aber Befehle können geändert werden. Sehen Sie, die Harthöhe verlegt in Übereinstimmung mit dem UN-Kommando unseren Einsatzraum vom Nordwesten rüber in die Gegend von Beledweyne. Mutter, was willst du denn schon wieder hier? Ich habe heute Nacht Papiere gefunden, die einen skandalösen Inhalt haben. Sie zeigen, dass das Volk systematisch belogen wird, wenn es um den Einsatz von jungen Leuten in Somalia geht. Mutter. Ich weiß sehr gut, dass ich diese Papiere nicht stehlen kann. Darum habe ich sie abgeschrieben. Ich habe eine schriftliche Erklärung darunter gesetzt, dass die Abschrift mit dem Original übereinstimmt. Es sind Kopien. Bist du wahnsinnig? Das ist Geheimnisverrat. Dann gehe ich eben ins Gefängnis. Und ich gleich mit. Ich hätte die Papiere besser aufbewahren müssen. Dann gehen wir eben beide ins Gefängnis. Vielleicht gibt es ja Bewährung, wenn wir uns gut führen. Dann kommen wir in den offenen Vollzug. Und du kannst etwas Sinnvolles tun. Du kannst zum Beispiel ein Lager verwalten und musst nicht mehr Kanonen und Munition herumdirigieren. Ich kann deinen Zynismus nicht mehr ertragen. Ich lasse dich entmündigen, wenn du uns bis an den Rand unserer Existenz bringst. Besser am Rand der Existenz als im Grab. Es ändert sich nichts, wenn man sich nicht wehrt, Konrad. Aber nicht auf unserem Rücken. Geheimnisverrat ist primitiv, unwürdig, gemein. Bitte sag mir doch, was hältst du denn von den Papieren? Ich? Ja. Du hast sie doch letzte Nacht durchgearbeitet. Kein Kommentar. Es unterliegt der Geheimhaltung. Konrad, ich habe sie doch mit Punkt und Komma abgeschrieben. Also was hältst du davon? Ich war entsetzt. Nach der Denkschrift ist der Einsatz in Somalia nichts als ein gigantischer PR-Gag, um die Deutschen wieder daran zu gewöhnen, dass Kriegsführung ein Mittel aktiver Außenpolitik ist. Etwas polemisch formuliert, aber im Kern richtig. Das, mit Verlaub, stimmt nicht mit der Verfassung überein.
Das Grundgesetz verbietet den militärischen, nicht humanitären Einsatz out of area. Grundgesetz? Was hilft es, wenn Sie immer mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen? Das Grundgesetz kann man auch ändern. Das hat immer noch geklappt, wenn es notwendig war. Nein, Lucius, damit können wir uns nicht aufhalten. Wir Offiziere sind unter anderen Prämissen angetreten. Der deutsche Soldat hat in zwei Weltkriegen halb Europa verwüstet. Wir haben uns auf Verteidigung und humanitäre Hilfe zu beschränken. Sie sind Soldat und müssen auch unter veränderten Bedingungen gehorchen. Aber nicht, wenn Sie gegen geltendes Recht verstoßen. Mann, Lucius, Friedensmärsche haben einen Hitler nicht aufgehalten. Es waren die Waffen der Alliierten. Aber das Volk auf den Straßen hat den waffenstarrenden Osten zusammenbrechen lassen. Einen militärischen Komplex, vor dem wir alle im Westen, die Amis eingeschlossen, die Hosen gestrichen voll hatten. Ich glaube, ich höre nicht recht. Sie verweigert den Marschbefehl nach Mogadischu. Hier haben Sie es schriftlich. Können Sie mir vielleicht einen einzigen vernünftigen Grund für diesen Unfug hier nennen? Zwei sogar, Herr General. Mein Fahneneid und die Verfassung. Karlsruhe wird entscheiden. Das ist nicht unser Problem. Und wenn man uns zurückpfeift, weil der Befehl verfassungswidrig ist, dann sind wir, Sie und ich, sogar verpflichtet, hier und jetzt den Marschbefehl zu verweigern. Juristengeplänkel. Keiner wird uns in den Rücken fallen. Das käme ja einer Kapitulation vor diesem Hühnerdieb gleich. Der Befehl ist verfassungswidrig. Ihre Dolchstoßlegende kann ich nicht akzeptieren. Ein Abzug kommt nicht in Frage. Und ich kann es mir nicht leisten, einen guten Offizier zu verlieren. Ich befehle Ihnen, dieses Papier wieder an sich zu nehmen. Nein, Herr General. Sie wollen also nicht mit in diesen historischen Einsatz unserer Armee ziehen? Nein. Steig es an! Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie glauben doch nicht, dass ich mich verarschen lasse. Sie haben Angst. Sie scheißen sich in die Hose. Sie sind ein genauso feiger Hund wie Ihr Vater. Von wegen Soldatenfamilie. Es kostet nämlich manchmal mehr Mut, einen Befehl auszuführen, als ihn zu verweigern. Verräter erschießen, na und? Zu gegebener Zeit wird man das wieder tun müssen. Wo kommen wir hin, wenn jeder Soldat sich anmaßt, sein persönliches Urteil über einen Befehl abzugeben? Lucius, Sie haben sich freiwillig gemeldet. Sie haben einen Marschbefehl erhalten. Der Befehl kann nicht verweigert werden, basta. Wir sind am Point of No Return. Reißen Sie sich doch zusammen, Mann! Denken Sie an Ihren Sohn. Sie machen sich doch vor dem Fähnrich lächerlich. Rührt euch und wegtreten. Ich fliege nicht mit nach Somalia. Glauben Sie mir, Herr General, wir kommen auch weiter in diesem Leben, ohne dass wir billige Marionetten eines Großmachtwahnsinnigen werden. Ich warne Sie. Ich lasse Sie nicht aus Ihrer Pflicht. Wir brauchen alle guten Männer. Befehl ist Befehl. Ich besteige kein Flugzeug, das Soldaten nach Somalia bringt. Sie wissen, man wirft Sie unehrenhaft raus! Natürlich. Hallo? Ja? Holger? Hallo? Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Du glaubst nicht, wie gut wir alle drauf sind. Ich liebe dich. Du. Hallo? Hallo? Wir haben uns alle nur verrückt machen lassen.
Bitte? Herr von Lucius, das Schicksal hat entschieden. Es tut mir so leid, wirklich. Der Zug Ihres Sohnes ist vor 4 Stunden in einen Hinterhalt geraten und hat sich selbst verteidigen müssen. Dabei ist Ihr Sohn gefallen. Kopfschuss. Er hat nicht leiden müssen. Ich habe mich sofort telefonisch erkundigt. Der Verlust eines Menschen ist die bitterste Erfahrung in unserem Leben. Wir alle verneigen uns tief vor dem Toten, der einer unserer hoffnungsvollsten Offiziersanwärter war. Ich habe gewusst, dass dieser Mann unser Vertrauen und unsere Hoffnung rechtfertigt. Er ist gefallen, tapfer. Er stand an der Spitze seiner Männer, als sie die feige Kugel eines marodierenden Rebellen traf. Neben dem Trost, den die Kirche. Wir melden uns direkt von der Trauerfeier des in Somalia gefallenen Fähnrichs Holger von Lucius aus dem Vorbereitungscamp der Bundeswehr, von dem aus in wenigen Tagen das Hauptkontingent nach Belduen starten wird, nachdem inzwischen das höchste deutsche Gericht und der Bundestag die Mission gutgeheißen haben. Nach der Verabschiedung durch die Kameraden mit allen militärischen Ehren wird der Katafalk auf einer Lafette nach Köln in den Dom überführt, wo der Erzbischof in Hochamt zelebrieren wird. Nicht nur zur Friedenssicherung, nein, auch zur Friedensschaffung. Schulter an Schulter mit unseren Kameraden aus anderen Staaten unter dem Dach der Völkergemeinschaft anzutreten. Und wir sind stolz darauf. Ich sage das im Bewusstsein, dass wir den ersten gefallenen Soldaten ehren, weil ich weiß, dass seine Kameraden so denken und dass er selbst nicht anders gesprochen hätte. Die Pflicht verlangt Opfer.